herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft und habe auch ein ganz klein bisschen Husten. Und das viel Größere ist, ich bin in der häuslichen Quarantäne, weil ich mit meinem Helden zusammen ja, Corona-positiv getestet wurde. Ich bin aber zweimal geimpft und einmal geboostert. Ich hoffe, es ist ein milder Verlauf. Wir haben jetzt schon Tag 3. Und damit die Langeweile nicht einzieht in unser Haus, wir machen eine ganze Menge, werde ich euch heute dieses versprochene Video zeigen. Und zwar nenne ich das mal Tages-Make-up Ü60, U70 und von mir aus auch Ü70. Vorteilhaft oder unvorteilhaft? Dazu habe ich jetzt schon Feuchtigkeitscreme drauf, ich habe schon Primer drauf, ich habe Make-up schon drauf. Und jetzt fangen wir mal an, mein Gesicht einfach mal wieder zu halbieren. Und ich würde sagen, für mich ist es, beobachtet es einfach. Ich glaube, ich nehme die linke Seite als vorteilhaft, weil sie auch die Schwäche hat, dass es ein größeres Schlupflid ist, und die als unvorteilhaft. Ist immer bei euch seitenverkehrt, also die wird mal unvorteilhaft geschminkt und die schminke ich mal vorteilhaft. Ich habe extra gewartet und möchte mit dem Primer anfangen, weil viele immer so ein Problem mit dem Primer haben. Die sagen immer, das sieht so maskenhaft aus und ich verstehe das nicht und ich kriege das nicht hin und ich kann da machen, was ich will, das leuchtet so hell, und deswegen möchte ich euch ganz gerne auch die Tricks zeigen. Die Tricks sind erst einmal, ich mache das jetzt erstmal auf der guten Seite oder auf der anderen Seite. Nee, ich mache das erstmal so, wie es die meisten machen, ne? Also unvorteilhaft. Ich benutze den Primer ein bisschen heller. Ich schmiere mir den hier so runter und dann sehe ich ja, manche machen das auch hier und manche machen das hier und manche machen das hier. Und eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich das mache. Ich mache das so. Und dann fange ich an. Ich sag jetzt mal, viele sagen, mit einem angefeuchteten Schwämmchen. Ja, unvorteilhaft wäre jetzt, man macht so. Ja, ich weiß nicht. Also, ich sehe ja irgendwie aus wie ein Clown. Ich weiß nicht, was machen die denn da? Also, es ist egal, ob ich tupfe oder nicht. Also, es sieht ja irgendwie alles affig aus. Ja, das muss ich auch sagen, das sieht affig aus. Also, dieses Schwämmchen muss ordentlich angefeuchtet werden. Ich habe immer hier so ein Fläschchen zu stehen. So, damit ihr es seht, wie ich es auf der anderen Seite mache. Ihr seht jetzt also, das ist nicht richtig verteilt. Da klopfe ich das noch und irgendwie sehe ich ja doch komisch aus. Vorteilhaft ist, ihr guckt euch das Auge an und ihr möchtet es gerne ein bisschen hochziehen. Dann macht ihr hier eine Nuance heller bis hier nach oben einen Strich. Wenn ihr die Falte hier nicht so stark haben wollt, dann könnt ihr das auch da machen, meist ruhig hier oben, hier an der Stirn, wo wir so ein bisschen die Falten haben, und hier unten, wo die Rötungen sind. Und hier kann man auch ein bisschen arbeiten, um die Lippenfalten nicht so extrem zu haben. Dann angefeuchtetes Schwämmchen und dann arbeitet ihr so, wie ihr euer Auge habt. Ganz dezent klopft ihr das bis hier oben hin. Von mir aus auch ruhig in den Augenblick hier rein. So dass das optisch schon auch gleich ist, aber nicht einfach geschmiert ist. Hier rein, ruhig die Nase ein bisschen mit. Wenn die Nase vorne ein paar Rötungen hat oder hier in der Falte. Und klopft es nur ganz zart. Also geht mit eurer Haut um, als ob sie euer Freund ist. Nicht schmieren, klopfen. Wenn euch das zu viel ist, dann nehmt ihr einfach nochmal die runde Stelle. So. Das ist natürlich klar hier auf der Seite.
Darf man es jetzt nicht sehen? So. Schaut mal. Da ist es richtig reingeschmiert in die Falten. Hier ist es reingeklopft, nur dezent aufgeklopft, ist auch heller, aber längst nicht so ein Geschmiere wie hier. Ne? Ich ziehe das hier auch so ein bisschen hoch, damit gleich das Auge optisch höher wird. Und das seht ihr ja schon an der Gesichtshälfte, dass das schon eine optische Anhebung ist. Also zart arbeiten, einen Ton heller als das Make-up. So, dann sprechen wir vom Setten. Da kann man auch eine Menge falsch machen. Falsch wäre, ordentlich Material zu nehmen und hier richtig raufklopfen. Ja, das ist völlig, also nicht, weil es schnell gehen muss, dann lasst es lieber sein und nehmt einen Selbstbräuner, weil das tut sich jetzt noch viel mehr in diese Falten hier rein. Es kommt nicht auf die Menge an. Jetzt muss ich meinen anderen Pinsel nehmen. Ich hoffe, ich habe hier noch einen. Ja, den da. Sondern es kommt darauf an, das nur abzutupfen. Das heißt, das reicht schon völlig aus. Ihr könnt das noch abklopfen. Und auch bitte hier nur dezent ein paar Partikel dahin machen, wo ihr schnell schwitzt. Unter der Nase ist das oft so, an der Nase ist das oft so und vielleicht ein bisschen an der Stirn. Je dezenter, je mehr bleibt das zart auf der Oberfläche. Das wollen wir ja damit erreichen. Ne? Und nicht damit erreichen, dass ich jetzt auch noch die Puderpartikel an Masse da reinsetzen. Wer ein Problem hat und sagt, ich kann das nicht, weil mir das in die Augen kommt, der nimmt einen dezenten kleinen und arbeitet nur da, wo er schwitzt. Dann kommt das nicht in die Augen, unten drunter auch, guckt dann nach oben und macht nur so ein bisschen und schon ist das trocken. Also, das sind die beiden kleinen Tricks, mit denen ich arbeite, um nicht Puder ins Auge zu bekommen. Bronzer. Auch da kann man sehr unvorteilhaft sich schminken. Bronzer niemals zu dunkel nehmen, sondern immer ein bisschen eurem Hautton anpassen. Ist er dunkel, dann auch hier wieder zärtlich nehmen. Achso, erstmal die falsche Seite, ne? Bronzer, ich will ja braun aussehen, ne? Also ordentlich braun machen. So, das wäre Bronzer aufgetragen aufs ganze Gesicht. So, ne? Ich weiß, ihr seid alle anders, aber ich will es ja extrem zeigen. Bronzer ist hier ganz falsch. Also diese Stelle bleibt immer, wie man so schön sagt, frei. So, jetzt habe ich also die nächste Schicht hier drauf, die sich dann noch mehr absetzt. Seht ihr das? Richtig schön, noch mehr Material. So, mal den Pinsel ordentlich abklopfen und zeigen, dezent reingehen, je nach Hauttyp. Und zarte Bräune rübergeben. Zarte Bräune. Es kommt nicht auf die Menge an, sondern auf die Qualität des Produkts und auf euch. Und zum Schluss, wo scheint die Sonne noch hin? Meistens ein bisschen über die Nase. Wir haben auch hier wieder den viel feineren Effekt. Ne? Also wenn ihr die beiden Seiten seht, hier sieht es alles stumpf aus und braun und viel zu braun eigentlich. Und hier sieht es ja eigentlich aus, als ob das noch nach wie vor ein normaler Hautton ist. Jetzt. Viele wissen nicht, Augenbrauen mache ich dann erst. Nee, Augenbrauen ist ja dann meistens so das Nächste, ne? Gut, dann machen wir Augenbrauen, da hatte ich. So, ich habe hier so ein Bürstchen, weil ja viele sagen, ach, ich brauche nicht Bürsten. Nun habe ich keine Augenbrauenhaare, sondern sie besorgen sich so ein Bürstchen. Und dann, wenn wir das jetzt alles gemacht haben, bürsten sie sich die Augenbrauen nicht. Also, ich mache hier das richtig. Ich bürste mir erst die Augenbrauen, bevor ich sie überhaupt färbe. Hier hoch, obwohl ich keine Augenbrauen habe.
aber ihr werdet selber sehen, wie sich das nach oben zieht. Hier mache ich das nicht. Hier nehme ich dann dieses Bürstchen und schmiere mir erstmal ordentlich meine Augenbrauen. So, harte Kante, geschmiert, einfach so. Ich nehme jetzt den gleichen, habe ja hier schön aufgekämmt, eure Haare erst einmal schön aufgekämmt. Dann nehme ich, wenn ich schon so ein Bürstchen nehme, ein kleines Kosmetiktischlein und tupfe die Spitze ab, weil da ist so viel Masse dran, was nicht gut ist. So, und dann arbeite ich, jetzt muss ich aber selber in den Spiegel gucken. Das kann ich hier nicht. Ich muss den Spiegel in die Hand nehmen, weil ich wirklich gerade gucke. So, und dann arbeite ich mit dem, als ob ich mir die Haare bürste. Und zwar auch in Haarrichtung. Immer schön nach oben ausbürsten. Viele machen das ja auch mit dem Stift. Seht ihr schon mal den Unterschied? Das sieht aus, der gleiche Augenbraue. Das sieht aber sehr viel weicher aus für mich. Und gleichzeitig hebe ich es trotzdem und gleichzeitig sind die Ränder, wenn ich das so mache, viel verwischter als so eine harte Linie. Und das kann man auch mit einem Stift machen. Ja, das ist also durchaus möglich, auch mit einem Stift zu machen. Schön, wenn man nicht weiß, wo man das hinlegt. So, ich habe also vorher aufgebürstet und habe dann schön nach oben gearbeitet, angeglichen an das und habe hier nicht so einen Balken, wie manche machen. Auch mit dem Stift bitte nicht so arbeiten. Wenn ich mit dem Stift so arbeite, dass ich jetzt sage, ich ziehe meine Augenbraue, zack. Oder ich arbeite mit dem Stift, nachdem ich meine Augenbraue ein bisschen gebürstet habe, auch so. Dann habe ich das doch auch schon eher wie ein, das ist hier vielleicht nicht so gut zu sehen, so ein bisschen wie Augenbraue, kann dann noch so ein bisschen rübergehen und habe dann eine Augenbrauenform und nicht diesen Balken. Wer jetzt erst eingeschaltet hat, sieht verschieden aus, aber wollte ich auch sagen. So, wer jetzt seine Kontur macht. Contouring ist so eine Sache. Es muss nicht gemacht werden, aber ich will es trotzdem nochmal sagen, auch wie es falsch ist und wie es richtig ist. Ich habe hier so eine Komplettpalette mit Highlighter, mit Contouring und mit Blush. Das ist von Avon, dafür ist das richtig gut. Ich möchte jetzt hier ein bisschen schmaler aussehen. Ich möchte hier meiner Geheimratsecke ein bisschen vertuschen. Und ich möchte natürlich hier die Hamsterbäckli ein bisschen vertuschen. Ich nehme jetzt erstmal das Falsche, weil man sieht ja, dass so oft, wenn das welche machen, wie toll schlank die aussehen. So, dann mache ich jetzt hier ordentlich meine Kontur. Ich möchte ja so richtig schmal aussehen. Guck mal, wie. Also optisch sieht es ja schon mal richtig gut aus. Ich habe so richtig schön eingefallene Bäckchen. So, und dann gehe ich natürlich auch hier hin und ziehe mir hier die Linie. Das habe ich ja auch gesehen. So, und ziehe das richtig so. Ich will ja ganz schlank aussehen. Ja? Und dann mache ich natürlich hier oben auch noch unbedingt die Geheimratsecke weg. So, und dann heißt es ordentlich verteilen. Also sagen die immer, meine Farbenfroh, immer schön verteilen. So, schön runter, damit es schön schmal aussieht und hier auch schön weg. Ja, optisch habe ich natürlich erreicht, dass es hier so richtig aussieht, als ob ich schon hier Mahatma Gandhi bin. Dann habe ich natürlich hier schön den Rand und habe natürlich vielleicht auch optisch hier oben was erreicht, aber irgendwie sieht ein bisschen aus wie Thomas Anders und Dieter Bohlen. Bisschen zu lang im Solarium geblieben. Also bei meiner Haut, jetzt mal erstmal den Pinsel sauber machen, nehme ich als Contouring für ein Tages-Make-up natürlich die hellere Farbe.
Auf jeden Fall schauen, wo unterhalb es euer Wangenknochen ist, erreicht ihr die, wie so eine richtig schöne Schnute zieht. Und da bitte mit dem Konturpinsel maximal bis hierhin gehen. Weiter nicht. Nur zur Unterstützung. Und den Pinsel nach oben machen. Na? So. Hamsterbäckli weg. Nach oben weg mit der gleichen Farbe. Ihr erreicht genau das Gleiche, aber angepasst an euren Hautton. Und auch hier wieder geht ihr schön dezent. Und dann nehmt ihr euch diesen Pinsel und arbeitet bitte auch nur in diesem kurzen Bereich, in dem kurzen Bereich und in diesem auch noch hoch. Wenn das euch nicht dunkel genug ist, wie mir jetzt hier die Kontur sagt, sie ist mir nicht dunkel genug, aber trotzdem, wenn man mal dieses wegnimmt, ist sie da, dann könnt ihr auch den dunkleren Saphir nehmen, aber bitte auch nur auf so einem kurzen Stück und dann arbeiten. So, und dann habt ihr eine Kontur, die natürlicher aussieht. Ihr optisch habt ihr tatsächlich auch die Stirn dunkel, aber ihr habt hier nie so eine Schattenbildung, weil es aussieht, als ob ich mal eben an der Seite falsch gelegen habe. Ihr habt hier auch diese Kontur und ihr habt hier unten auch das Hamsterbäckli weg. Das ist ein Licht-Schattenspiel und ergibt das Gleiche, aber harmonischer. Vorteilhafter. Jetzt geht es darum, um Blush zu haben, also um die Wangen etwas zu röten. Die meisten, das muss ich jetzt sagen, die meisten nehmen, ja, ich will ja ordentlich frisch aussehen, ne, und hauen sich das hier rauf, schön auf die Appelbacke. Ne? So, ja, da sieht frisch aus, da sieht gut aus, da sieht jeder, dass ich richtig gerade gut drauf bin. Ja, sieht doch jeder, ist ja klar. Ich nehme die gleiche Farbe, ich nehme auch die dunkle. Ich gehe da wieder dezent ran. Ich grinse ein bisschen dämlich in die Kamera und ziehe mir das hier, wo die Grinsefläche ist, ziehe ich mir so ein bisschen die gleiche Farbe und ich habe ein wunderschön strahlendes und natürliches Aussehen und ziehe das auch gleich hier hoch, ein bisschen hier rüber, dass es so eine Harmonie ergibt. Ja? Sieht schon mal anders aus als hier, oder? Ja, man kann sich streiten, kann sagen, oh, hier sieht richtig schön frisch aus. Wenn jetzt die natürlichen roten Bäckchen von der Kälte draußen noch dazukommen, könnt ihr euch vorstellen, sieht aus wie ein Herzkranker. So, dann kommen wir zum Glow. So, dann kommen wir zum Glow. Glow ist immer schön, aber zu viel des Guten ist auch da nicht richtig. Ja, merkt schon, ne? Glow, ich will ja glänzen. Ja, ich will hier ordentlich glänzen. Und ziehe mir das natürlich auch noch darüber, dass so richtig alles glänzt. So habe ich das im Video schon gesehen. So glänzen die meisten ganz Großen, wenn sie das fertige Make-up zeigen. Wenn sie so glänzen, dann haben sie das nie im Leben so drauf, sondern sie haben Lichtverhältnisse. Wir arbeiten hier mit unwahrscheinlich viel Licht. Das heißt, wir haben Ringlichter vorne, wir haben Licht hinten, wir haben ein bestimmtes Licht oben. Und da glänzt dann der Glow so, wie das jetzt hier aussieht. Und das gefällt mir und das gefällt auch mir. Aber das sind Licht- und Schattenspiele. Und das sind aber, das sieht nicht gut aus. So, jetzt mache ich das Gleiche mit der gleichen Farbe. Ganz dezent möchte ich ein bisschen hier Glow haben. Nur dezent. Und ich möchte auch dezent hier oben mal so ein bisschen Glow haben. Zieh das hier so hoch. Und ich arbeite immer ganz gerne, jetzt ist es schwierig, die halbe,
Diesen Elisabethbogen, den mache ich mir so gerne ein bisschen Chloran. Jetzt ist es sehr schwierig, nur die Hälfte ran zu machen für nachher. Und hier oben glänzt es. Wenn ich jetzt ans Tageslicht gehe, hat man ein Strahlen. Und hier, ja, ihr seht es schon, ne? So, jetzt kommen wir zum Amu. Das wird wieder ein langes Video. Aber ich muss es ja auch erklären und ihr wollt es ja auch wissen. So, Pinsel. Ungünstig geschminkt. Ich nehme die gleichen Farben, ich muss sie mir nur merken. Also, irgendjemand hat gesagt, hell soll das bewegliche Augenlid sein. Also, nehmen wir mal hier hell. Und dann haue ich mir das hier rauf, ne? Weil, das habe ich gehört, das soll sehr gut sein. So, hell und strahlend. Ah, gehe ich mit. So, ich schminke jetzt das unvorteilhafte Auge komplett zu Ende und dann schminke ich es auf der anderen Seite vorteilhafter. So, also wunderbar hochziehen. Dann hat man ja gesagt, wir sollen die Lidfalte mit einem Verblender dunkler machen. Also die Farbe hier, ne? Abklopfen habe ich auch gelernt und dann ziehe ich hier dieses. Und da, ja, schön, so die Falte. Ihr passt genau auf, dann seht ihr nachher, wie das zum Schluss aussieht. So. So. Habe ich. Sieht gut aus, ist mir aber noch nicht dunkel genug. Und ich habe gesehen, dass viele es in der Lidfalte noch dunkler machen. Also haue ich in die Lidfalte auch noch das Dunklere rein. Das habe ich ja aufgepasst in den Videos, ne? So, schön, so, die Lidfalte betont. Und dann bleibe ich mit dem gleichen Pinsel und mache mir das hier hinten dunkel. So, ich also auch, sagen Sie mal, auftragen. Und dann ist das dunkel. So, verteilen. Mit dem Pinsel. Ja. Und jetzt gehe ich natürlich auch noch unter das Auge. Habe ich ja auch gehört. Richtig schön. Ja, ich will das ja dunkel haben. Habe ich auch gesehen bei einigen, dass das so richtig schön dunkel aussieht. Boah, das gefällt mir. Aber ich möchte es noch ausdrucksvoller haben. Also werde ich mir einen Lidstrich ziehen. Muss ich jetzt erst mal gucken. Wo haben wir denn den Lidstrich? Ist das jetzt Eyeliner oder habe ich da jetzt was Falsches? Eyeliner. So, jetzt nehme ich wieder ordentlich schwarz, wenn ich es dann aufkriege. Schwarzen Eyeliner. Und machen wir das hier unten. Richtig schön dunkel. Ich liebe das. Ich liebe das. Und ich will, dass das Auge richtig dunkel gut aussieht. Und hier oben habe ich jetzt schon gesehen, gehen viele am Lidrand auch noch lang. Also ich bin da sowieso ein Künstler. So. Also wer einen Lidstrich ziehen kann, der weiß jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, dass ich das nicht kann. Keine Frage, wer das so liebt, der kann das natürlich machen. Dann habe ich ja aufgepasst, das soll man so ein bisschen vermuscheln, dass das nicht so eine harte Linie ist. Ja, so habe ich natürlich ein tolles Auge, ne? Ganz tolles Auge. Jo. Nehme ich mir jetzt noch ein
eine Wimperntusche und tusche mir noch die Wimpern. Ich hoffe, meine sieht man dann. Meistens ist sie nicht so zu sehen. Ah ja, doch geht. So. Sehr schön. Ganz ausdrucksstark, finde ich. So, man darf nicht lachen. Ja, ich habe sogar Glück. Ich habe so lange Wimpern, dass man die auch noch sieht. Guckt mal. Da sehe ich doch aber richtig schön aus, ne? Das muss man doch sagen. So, gleichen Farben, andere Seite. Ich nehme erstmal einen schmalen Pinsel, einen schmaleren, nehme auch diese helle Farbe und mache sie mir hier in den Innenwinkel rein. Möchte ja, dass mein Auge nach Möglichkeit so groß wie möglich wird, ne? Weil ich ja sowieso hier schon so ein Schlupflid habe und gehe ein bisschen hier nach oben, erst einmal als Grundlage. Und hier gehe ich nur bis zur Hälfte. So, dann haben wir die nächste Farbe. Trage ich mit dem gleichen Pinsel auf. Und mit dem möchte ich gerne, dass das weiter verläuft. Das heißt, mit der Rückseite, die ich noch gar nicht benutzt habe, verblende ich beides ineinander. Und erziele so einen schöneren Nude-Effekt, trotzdem ich hier schon Farbe drauf habe. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt nehme ich den Verblendepinsel und gehe jetzt in die dunklere Farbe rein. Ich nehme den größeren und achte jetzt hier drauf. Das heißt, ich kann durchaus ganz schnell hier so eine Tube nehmen. Ich habe da hier irgendwo so eine Tube. Okay. Und achte aber darauf, dass ich hier oberhalb bleibe. Wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich von außen nach innen mit der Farbe. Wenn ich das nicht so schaffe, ich schaffe das so, dann nehme ich halt die Tube als Hilfsmittel, dass das nicht so runtergezogen wird. Ne? Wenn das mir nicht dunkel genug ist, gehe ich jetzt in die zweite dunkle Farbe und gehe wieder von hier außen nach innen, um es ein bisschen mehr zu konturieren. Wenn ich das jetzt verblenden will, nehme ich bitte nicht diesen Pinsel, weil dann geht das immer weiter hoch, sondern ich nehme einen frischen Pinsel und verblende genau hier, indem ich so arbeite, die harten Linien. Immer auch bitte wieder nach oben gehen, nicht nach unten ziehen, um das Auge optisch heller zu machen. Dann nehme ich einen kleinen schrägen Pinsel, einen festen, nicht so wie vorhin, und gehe nochmal in die dunkle Farbe, klopfe die ab und gehe von außen nach innen in die Lidfalte mit diesem dunklen. Von außen nach innen, um die Lidfalte dunkel zu betonen, und das verblende ich dann so ein bisschen mit nach oben. Immer von außen nach innen. So, dann habe ich schon mal erreicht, dass das Auge Farbe hat, aber halt immer noch gut aussieht. Jetzt ist es mir im Außenbereich einfach noch nicht aufregend genug. Dann trage ich mir das hier schön auf, da wo ich diese Farbe haben will, die dunkle. Und dann nehme ich auch wieder den Verteiler und verteile es nur in diesem Winkelchen. Da nehme ich genau da und auch wieder nach oben weg, nach innen rein, niemals nach außen. Wenn ich dann sehe, so wie ich hier, dass es ein bisschen gepudert hat, dann arbeite ich das auch so. Schaut mal. Ja? Ich nehme den kleinen schrägen mit der dunklen Farbe und gehe, um eine Linie zu bilden, dann hier unten entlang, weil ich möchte ja, dass mein Auge insgesamt betont wird, ne? Und nicht nur
So, ich habe also jetzt wunderbar alles miteinander verblendet, kann jetzt auch getrosten Herzens das nehmen und das unten ein bisschen weiter verblenden. Das sieht doch richtig gut aus. Jetzt möchte ich gerne, wie auf der Seite, unten noch ein bisschen dunkler haben. Dann nehme ich auch einen Eyeliner, auch in Schwarz, und arbeite nur auf dem Lidrand bis zur Hälfte. Der Innenwinkel bleibt frei. Und wenn ich das hier oben möchte, gehe ich ganz dezent mit Festhalten nur am Wimpernrand entlang, bis so die letzten dollen Wimpern sind. Dann nehme ich den gleichen Wimpernroller und färbe mir die Wimpern. So, jetzt sagt selber, kann das mal nicht so sehen, welches Auge wirklich offener ist, obwohl dieses Auge tatsächlich einen extrem starken Schlupf, also ein extrem starkes Schlupflid hat. Ne? So, jetzt kommt ja noch die Krönung, der Lippenstift. Also, ich mag ja immer gerne dunkel. Welche Farbe ist ja völlig unwichtig. Aber ich möchte natürlich, ich habe unten größere Lippen, oben habe ich sie schmaler. Ich möchte die natürlich groß haben. Ne? Also, habe ja mal gelesen, man kann sie vergrößern. Richtig schön mit dem Schwung gehe ich an dem Lippenrand, an dem eigentlichen vorbei. Hol mir richtig den Schwung raus. Und unten auch. Ja, ich habe so eine richtig schöne Lippe. So. Das wird jetzt natürlich sehr schwierig. So, und jetzt, jetzt muss ich mal gucken, was nehme ich denn für einen Lippenstift? Kann ich den dazu nehmen? Ja. Jetzt sind sie wenigstens beide gleich. Unten so wie oben. Das sind aber schöne Lippen. Na, so richtig geschwungen. Wird nicht lange bleiben, sage ich euch gleich. Geht schön in die Lippenfalten. So. Jetzt mache ich es an der anderen Seite. Ich gehe direkt am Lippenrand. Ich gehe immer einmal runter, so wie der Lippenrand ist, und dann gehe ich von unten nochmal nach oben. Das ergibt eine schöne Mundform. Und ich habe einen dunklen Lippenrand, richtig dunklen, was ich gut finde. Hab ja hier auf diesem Elisabethbogen das Helle. Das macht optisch, macht es die Lippe etwas heller.
Und ich nehme einen helleren Lippenstift. So. Das ist die eine Seite. Die halte ich jetzt zu. Grob gesehen, ja, aber jeder sieht mir sofort mein Alter an. Überall sind die Partikel in den Poren drin, weil ich von allem zu viel genommen habe. Keiner glaubt mir, dass ich wirklich so eingefallene Wangen habe. Man sieht tatsächlich auch noch die Streifen. Ich habe Apfelbacken vorne. Sieht ein bisschen aus wie in so einem Musical. Alice im Wunderland, ne? So. Andere Seite. Ich kann mich noch gar nicht sehen. Zu halten. So, bis dahin. Ich habe eine geschmeidigere Haut. Natürlich sind die Falten auch da, aber die sind längst nicht so tief. Es ist alles in einer einzigen Harmonie. Ich habe ein geöffneteres Auge, obwohl es da viel mehr schlupft. Ich habe es trotzdem dunkel umrandet. Ich habe es von der Innenseite her hell. Und ich habe auch die Lippen, meine Lippen, trotzdem in einem schönen Schwung. Schaut mal. Das ist eine schöne Lippe, fällt gar nicht so sehr auf. Die strahlt auch oben ein bisschen. Und das ist so eine, ja, eben Lippenstift drauf gemacht, ne? Ich habe hier auch Farbe. Und wenn ich jetzt mal versuche, mein Haar, naja, das wird jetzt gerade mal nicht mehr so sitzen. Müssen wir mal sehen, wie wir das so halbwegs hinkriegen, sodass man mich als Gesamtbild sieht. Dann sagt mir selber, was gefällt euch besser, wie es gefällt euch besser. Tragen könnt ihr alles, aber ich persönlich finde diese Seite wesentlich vorteilhafter als die. Urteilt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Sagt mir selber, ob ihr durch mein Lehrvideo ein bisschen was gelernt habt, ob ihr jetzt mehr wisst, dass ihr euch erst einmal anguckt und euch eure Haut wie ein, ja, wie ein schönes Objekt anguckt, wie ein schönes Bild malt, um alles das vorteilhafter aussehen zu lassen. Oder ob ihr auch so auf die Straße gehen würdet. Und wie gesagt, lasst euch bitte nicht von den Fotos oder auch von unseren Videos irgendwie verunsichern, weil alle Models hier arbeiten mit, alle YouTuber, alle Großen noch viel mehr mit Lichtverhältnissen, die verschieden eingestellt. Also ich kann hier mein Ringlicht anders einstellen, dann sieht es schon ganz anders aus. Ich kann es Seht ihr, ich kann das so einstellen, das kann ich auf beiden Seiten, an die anderen komme ich jetzt nicht ran, aber da sieht alles schon wieder anders aus und wenn man da noch mehr hat und noch mehr Softboxen hat, spiegelt man so ein bisschen eine Welt vor, die man mit Schminken nicht erreicht, sondern nur damit erreicht, indem man wirklich, mal sehen, wenn das jetzt hier wieder sieht, schaut mal, viel wärmer. Kühler. Und wenn ich es jetzt so kühl sehe, dann sieht man es erst recht. Also wir können da unwahrscheinlich spielen, weil wir das auch brauchen und weil die Kamera das braucht. Und so ist es auch bei den Schauspielern. Die Schauspieler, die nach nicht geschminkt aussehen, die sind achtfach geschminkt, aber gut geschminkt von Maskenbildnern, die von ihrem Fach etwas verstehen. Und
Da sind es dann die Kameraeinstellungen, die dann wieder ganz was Besonderes machen. Und das habt ihr alle schon im Fernsehen irgendwo gesehen. Und damit arbeiten wir halt hier auch. Und das wollte ich nur sagen. Aber man kann es optisch vorteilhafter schminken. Man muss dann nur überlegen, wie mache ich das? Jo, ich werde mir jetzt ganz schnell die Seite ein wenig abschminken. Ich hoffe auf eure Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch was gebracht hat, dieses Video. Abonniert bitte meinen Kanal, wenn euch so etwas gefällt. Und ja, wir sehen uns einfach in einem der nächsten Videos wieder. Die Produkte sind erstmal in diesem Video nicht interessant, werde ich also auch nicht aufschreiben, weil jetzt muss ich erstmal meinen Chaotentisch hier sauber machen, meine Pinsel waschen und ja, das so weitermachen. Also nicht traurig sein, wenn die Produkte nicht drinstehen. Das findet ihr selber unter euren Produkten raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich sage für heute Tschüss, ihr Lieben. Und mir gefällt die vorteilhafte Seite sehr viel besser. Und auch so werde ich in Zukunft weiter meine Videos machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure farbenfroh 60 plus.